16. August, 7 Uhr morgens. Nach durchzechter Nacht beschließen zwei Männer, eine Bank auszurauben. Noch wissen sie nicht, dass sie das öffentlichste Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte in Szene setzen. Gladbeck, NRW, 8 Uhr morgens. Der Überfall gerät zur Geiselnahme. In der Deutschen Bank verschanzen sich Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösener mit zwei Angestellten. Die Polizei will Zeit gewinnen. Mit Schüssen in die Fenster verleihen die Gangster ihren Forderungen Nachdruck. 300.000 Mark, ein Fluchtfahrzeug. Das Geld wird übergeben. Der Polizei ist klar, die beiden machen ernst. Acht Uhr abends. Das Fluchtauto wird vorgefahren, nach Anweisung von Rösner. Dann fahren die Gangster mit den Geiseln Richtung Innenstadt, verfolgt von Polizisten. Wir hatten ja an sich freien Abzug verlangt oder erbeten von der Polizei, was dort abgelehnt wurde. Und deshalb hat die Polizei von vornherein die Verfolgung aufgenommen. Und deshalb sahen sich die Gangster wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage, die Geiseln freizugeben, wie sie es mir versprochen hatten. Noch in Gladbeck steigt Rösners Freundin zu. Eine Irrfahrt beginnt. Mittwochmorgen, Fahrt nach Bremen. Die Polizeien dreier Länder rangeln um die Kompetenzen. Rösner geht inzwischen einkaufen. In einer Bremer Boutique findet der Gangster die passende Kleidung. Der Rösner, der war sehr dominant und sehr befehlshaberisch gewesen. Und der Degowski war irgendwie, weiß ich nicht, immer nervös und hat meistens drauf gehört, was der Rösner gesagt hat. 7 Uhr abends. Tatenlos sieht die Polizei zu, wie die Geiselnehmer einen vollbesetzten Linienbus kapern. Die Beamten greifen nicht ein. Ein Erklärungsversuch. Es waren nicht immer zu jeder Zeit so viele Einsatzkräfte vor Ort, die ein sicheres Zugreifen ermöglicht hätten. Die Polizei hält sich zurück. Reporter gehen auf Tuchfühlung. Pressekonferenz. Ich kann Ihnen ganz konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und der letzte ist dann diesen. Ja, ich habe 11 Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsheim da und so eine Scheiße alles. Ne? Und ich scheiße auf mein Leben. Fototermin auf Kosten von Geiseln. Weiter geht die Irrfahrt. Brutal erzwingt sich Rösner freien Abzug. Raststätte Grundbergsee. Rösners Freundin geht zur Toilette. Polizisten überwältigen sie. Eigenmächtig. Rösner droht mit Geiselerschießung. Das hätten sie nicht machen sollen, diese Schweine, die. Diese verfluchten Schweine, diese dreckigen. Doch die Freilassung von Rösners Freundin verzögert sich, weil der Schlüssel abbricht. Also das war schon ein sehr unglücklicher Vorfall, dass Beamte sich selbst entschlossen haben, ohne mit der Einsatzleitung das rückzukoppeln. Aber ich denke, in einem so außergewöhnlichen Einsatz werden immer Menschen vielleicht nicht so handeln, wie es richtig ist. Die vorschnelle Aktion fordert ein Opfer. Degowski schießt dem 15-jährigen Emanuele in den Kopf. Rettungswagen brauchen wir. Los, Rettungswagen! Erst nach 20 Minuten trifft der Rettungswagen ein. Der junge Italiener stirbt noch in dieser Nacht. Der Horrortrip geht weiter, Richtung Holland. Es kommt zum Schusswechsel. Hinter der Grenze lassen die Gangster 23 Geiseln frei. Als Gegenleistung erhalten sie ein neues Fluchtfahrzeug. Zwei Geiseln müssen mit, Silke Bischoff und Ines Feutle. Köln, Donnerstag, 11 Uhr, Medienrummel. Sie rechnen sich aber immer noch Chancen aus, zu einem positiven Ende für sich selbst und auch für die Geiseln zu kommen. Ja. Sensationsgier von Reportern lähmt die Polizei. Verbrecher als Fernsehstars. Die Publicity bietet ihnen Schutz.
einfach die körperliche Anwesenheit der Journalisten bedeutet natürlich für ihn eine gewisse Lebensversicherung. Denn da, wo sich die hautnah um ihn bewegen würden, da würde die Polizei sicherlich keinen harten Zugriff haben. Du, guck mal, die Pistole am Kopf. Es kann sein, dass hier Schmiere Aber Herr Lenz, auf Hengsbach würden Sie als Vermittler akzeptieren? Gibt es noch zusätzliche Geldforderungen? Nein, das wollen wir aus dem ganz einfachen Grunde nicht haben. Sonst wären die noch bestürzter. Ja. Bizarre Szene. Die ja immer heißer hinter uns her. Obwohl ich schon einen umgelegt habe. Erschreckende Bilder. Alles drauf? Okay, Doc. Andere Seite. Ich brauche eine der Geiseln. Könnt ihr bitte da drüben was Kaltes zu trinken holen für eine Geisel? Irgendwas Kaltes. Also die Situation in Köln, die hat mich wirklich erschreckt, weil da Journalisten sich wirklich zu Mittätern gemacht hatten, schon fast im strafbaren Bereich, den Tätern Kaffee geholt haben, ihnen Fotos gezeigt haben, damit die Polizei den Tätern nicht Geiseln unterschieben konnte im Austausch, die vielleicht getarnte Polizisten sind. Das finde ich schon Mittäterschaft. Makabrer Höhepunkt. Reporter machen sich zu Handlangern. Da hinten kommt auch keiner mehr her jetzt. Greift das doch endlich mal! Bieten sich den Gangstern als Lotsen an, bis zur nächsten Raststätte. Wettfahrt um die besten Bilder. Der Degowski flüsterte mir halt ins Ohr, dass ihm das leid täte, also allen leid täte, dass sie uns mitgenommen hätten, wir wären viel zu jung. Und die wollten uns halt nachts irgendwo hintere Grenze rauslassen. Und darauf hatten wir dann mit Bier angestoßen gehabt und hatten uns auch darauf gefreut und auch nur noch darauf gehofft, dass jetzt nichts mehr passiert und dass wir dann wirklich irgendwann rauskommen. Doch die Einsatzleitung hat entschieden, der Zugriff muss in NRW erfolgen. Prestigesache. A3 bei Bad Honnef. Der Fluchtwagen wird gerammt. Blendgranaten zünden. Dann wurde Silkes Schrei immer hysterischer und ängstlicher und weiß ich nicht. Die musste irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie eine Ahnung gehabt haben oder so. Jedenfalls war sie fürchterlich am Schreien gewesen. Spring raus, Ines, spring raus. Und der Schrei wurde immer schriller und grellender und angstvoller. Also so einen Schrei habe ich noch nie vorher gehört gehabt. Und dann irgendwann habe ich mir dann den Mut gepackt, habe die Tür aufgerissen, bin rausgerannt und in diesen Graben reingesprungen. Die 18-jährige Silke Bischoff stirbt im Kugelhagel aus der Waffe Rösners. Nach 54 Stunden endet das Drama. Ein Todesspiel, nach dem sowohl die Polizei als auch die Presse ihr Versagen eingestehen müssen. Kollegen sind ja auch reingegangen. Keine Fotos.